Hallo meine Lieben, na, alles gut bei euch? Ja, es ist mal wieder Zeit für ein Kitchen Time. Ist jetzt schon eine ganze Weile her. Ich hatte euch ja mal meinen derzeitigen Lieblingssmoothie vorgestellt. Also für alle die es interessiert. Ich trinke immer noch jeden Tag einen Smoothie, morgens, wenn ich dann vom Sport komme. Deswegen sehe ich im Übrigen auch so aus, ja, weil ich kam jetzt gerade vom Sport, bin jetzt duschen gegangen und werde mir jetzt einen Smoothie zubereiten, da ich dann gleich wieder aus dem Haus muss. Und heute machen wir etwas, also ich kann euch kein Rezept geben und gleichzeitig sagen, Schätzeleins, das schmeckt und das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Nein, denn heute probiere ich mit euch etwas aus, was ich selbst noch nicht ausprobiert habe. Also ich habe mich ja jetzt jeden Tag dazu durchgerungen, Obst in meinen Smoothie reinzuschmeißen, ja? Also ich bin jetzt kein großer Obstesser, ich bin kein großer Gemüseesser und ich habe von euch oder von ganz vielen von euch, habe ich den Tipp bekommen, doch auch mal etwas Gemüse in meinen Smoothie mit reinzuschmeißen, ja? Und ich weiß nicht, was dabei heute rauskommen wird. Ich weiß nicht, ob das hier Live-Kübeln vor der Kamera wird, ja? Also ich werde das Ganze natürlich mit euch testen und ich werde probieren. Obst und Gemüse zu mischen, so dass es schmeckt, ist für mich in meiner Sandra-Logik noch nicht ganz angekommen. Wir werden es heute probieren. Ich zeige euch jetzt natürlich auch die Zutaten, mit denen ich meinen Smoothie zubereiten werde. Ich habe hier auch schon meine Karaffe, also mein Glasbehälter. Habe da auch schon 4 Eiswürfel mit drin. Es ist bei uns heute wieder sehr heiß, von daher reicht mir jetzt die Kühle von den Früchten reicht mir jetzt nicht. Ich habe da noch ein bisschen Eis rein. Das ist natürlich optional, ne? Wobei heute ist alles optional. Also ihr könnt da, glaube ich, reinknallen, was ihr wollt. Ich habe jetzt auch schon ganz oft von Spinat-Smoothies gelesen. Also da dreht es mir ja fast ein bisschen den Magen um. Aber ich bin gewillt, alles mal auszuprobieren. Solange keine Banane enthalten ist. Ne? Also für meine neuen Schätzeleins, der Moody ist keine Banane. Da wird mir schlecht, allein schon vom Geruch. Und ja, dann würde ich sagen, wir gucken einfach mal. Also ich habe mir jetzt natürlich erstmal meine Himbeeren habe ich mir rausgesucht für den fruchtigen Touch. Dann habe ich mir Mangostücke rausgesucht. Da weiß ich jetzt aber noch nicht, ob ich die mit dazu nehmen soll. Und dann gibt es heute Sellerie. Ja, also gut, die ein oder andere, für die ist das jetzt vielleicht selbstverständlich. Die weiß jetzt vielleicht auch schon, dass ich hier gleich kübeln werde oder sie weiß, dass es lecker schmecken wird. Da lassen wir uns heute einfach mal überraschen. Und dann natürlich Karotten. Ja, also das sind jetzt mal die Zutaten. Und dann geht es jetzt an die Flüssigkeiten. Da nehme ich mir natürlich wieder meinen Orangensaft. Einfach so ein bisschen für die Säure und die Süße. Und dann meine 2%ige Milch. Das mache ich eigentlich immer so. Ich habe auch einen Lieblingssmoothie, also einen neuen Lieblingssmoothie für mich entdeckt. Mit Maracuja-Saft. Also das könnte dann das nächste Smoothie-Video werden, wenn es euch interessiert. Wenn ja, lasst es mir in den Kommentaren da. Wenn nicht, dann trinke ich den halt weiterhin für mich alleine. Ne? Ist auf jeden Fall sehr fruchtig und ich glaube, gerade jetzt für Frühlingssommer, wenn es dann ein bisschen wärmer wird, schmeckt der sehr, sehr gut. So, dann würde ich sagen, wir hauen rein. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel ich von allem irgendwie reinschmeißen soll. Ich fange mal mit dem Sellerie an und würde sagen, also das sind ja schon so vorgeschnittene Stücke, da mache ich jetzt mal 2 Stück rein. Oder soll ich 3 machen? Oh Gott, ich weiß es nicht. Nee, also ich mache mir heute keinen allzu großen Smoothie, weil mein Mann, der ist schon weg und das ist dann also nur für mich. Dann habe ich natürlich hier auch vorgeschnittene Karotten, da mache ich jetzt mal, ja, 4... Mit Karotten sind wir mal nicht so geizig. Machen wir mal 6, 7, 8 rein. Und dann hier meine Himbeeren. Da mache ich diese Packung jetzt auch leer, weil da ist gar nicht mehr viel drin. Schmeißen wir dann nachher weg. So, dann sieht das Ganze jetzt also so aus. Ja, von allem ein bisschen. Soll ich jetzt noch Mango reinknallen? Was meint ihr?
ja, bis ihr antwortet, ist schon wieder zu spät. Ich mache noch ein paar Mangos rein. Hoppala, das war zu viel. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 9 Stücke von den Mangos. Dann hier mal den Orangensaft ein bisschen vorschütteln. Das fülle ich dann bis zur Hälfte auf. Simba! Simba ist hier am Rummeckern. Dann kommt meine Milch. Damit fülle ich dann die restliche Hälfte auf. So. Ja, für das, dass ich nicht ganz so viel machen wollte, ist es doch schon eine etwas größere Ladung geworden. Na gut, dann trinke ich halt 2. Ich werde auch noch ein bisschen Zucker hinzumachen. Das ist natürlich auch optional, ja, also für die gesunden Schätzeleins da draußen, da braucht ihr jetzt natürlich keinen Zucker zufügen, aber ich mag es eben doch ein bisschen süß. So, und dann würde ich sagen, gehen wir kurz rüber, weil da drüben habe ich ja meinen Blender stehen, meinen Mixer, und dann gucken wir mal, was jetzt dabei rauskommt. So, meine Lieben, ganz wichtig ist natürlich wieder hier den Deckel zu machen. Ja, also da hatte ich hier schon meine erste Lesson gelernt, wie ich hier mein Zaubergerät bekommen habe. Ja, und dann gehe ich jetzt erst wieder hier auf meine Option Eis crushen, weil ich ja auch Eiswürfel mit in meinem Gefäß drin habe. Und da das wahrscheinlich sonst zu viel wird für diese Schneideblätter hier unten. Und dann gehe ich auf Blenden, also einfach auf Durchmixen und lasse es dann auch wirklich so 30, 45 Sekunden, je nachdem, wie sämig ihr es haben möchtet. Wenn ihr natürlich noch ein paar Frucht- oder Gemüsestücke mit drin haben möchtet, dann nicht ganz so viel durchblenden. Aber ein Smoothie ist natürlich von der Konsistenz her immer sehr cremig und ja, sehr, sehr geschmeidig. Also es sind ja keine großen Stücke drin. Das Zeug ist durchgemischt. Ich muss sagen, es hat eine schöne Farbe. Es sieht wirklich sehr, ja, sehr cremig aus, so ein bisschen wie Joghurt. Ein schönes Rosa. Ich habe noch nicht probiert, weil ich das natürlich mit euch zusammen machen wollte. Wir gucken jetzt mal. Es könnte sein, dass ich vielleicht noch ein bisschen Zucker zufügen muss. Oder ich weiß ja jetzt nicht, inwiefern das Gemüse jetzt vom Geschmack her ist, ja, wie stark. Also ich hätte es halt doch gern lieber fruchtig, von daher kann es natürlich sein, dass ich gleich noch ein paar Früchte zufügen muss. Aber ich würde sagen, das testen wir jetzt einfach mal aus. So, jetzt habe ich hier natürlich schön Sauerei gemacht. So, dann habe ich hier natürlich meinen süßen Becher. Ja, süß deshalb, weil mittlerweile ist es ein Neonpink. Ich habe mittlerweile mehrere von diesen Bechern. Okay, von der Konsistenz her ist es super cremig. Vielleicht könnt ihr das erkennen, ohne dass ich es jetzt auskippe. Ja, also es ist wirklich schön fest, es ist cremig, es ist sehr fluffig. Das sieht man hier oben an den ganzen Luftbläschen. Jetzt bin ich gespannt. Wie ein Flitzebogen. Live kotzen vor der Kamera oder einen neuen Lieblingssmoothie. Wow. Wow. Okay, es schmeckt sehr fruchtig. Es könnte für meinen Geschmack ein bisschen süßer sein, aber gut, da kann man ja dann, wie gesagt, einfach noch ein bisschen Zucker zufügen. Die Karotte schmecke ich überhaupt nicht. Den Sellerie, glaube ich, ein bisschen. Kann natürlich auch sein, dass es wieder Kopfsache ist und dass ich mir das total einbilde, aber es ist wirklich sehr cremig, es ist fruchtig, ein bisschen süßer, aber so ist es echt noch okay. Und die Kombination Frucht und Gemüse ist gar nicht schlecht.
ist echt gar nicht schlecht. Also ich bin gerade wirklich positiv überrascht, weil, wie gesagt, ganz viele von euch geschrieben haben, Sellerie, Karotten und Spinat und was weiß ich nicht alles. Und da habe ich immer so ein bisschen die Nase gerümpft. Aber vielleicht sollte ich da meinen Horizont wirklich ein bisschen erweitern und da mal neue Rezepte ausprobieren mit Frucht-Gemüse-Kombination. Also sehr, sehr, sehr lecker. Mir schmeckt es wirklich gut. Ich bin selbst überrascht. Also lasst mir doch mal in den Kommentaren da, ob ihr mittlerweile auch Smoothies trinkt. Ich weiß, ich habe ganz viele angefixt. Viele sind weggerannt, ja, und bei Mediamarkt gab es wahrscheinlich keine Mixer mehr. Was ist euer liebster Smoothie? Lasst mir den in den Kommentaren da. Und habt ihr schon mal die Kombination mit Sellerie und Karotte gehabt? Wenn ja, wie schmeckt es euch? Wenn nicht, dann probiert es gerne mal aus. Lasst es mich wissen. Also es war ja jetzt ein Live-Test mit euch. Wie gesagt, ich bin sehr überrascht. Mir schmeckt es. Mir schmeckt es wirklich gut. Das nächste Mal würde ich es ein bisschen süßer machen. Vielleicht auch in Kombination mit meinem anderen Smoothie, den ich ja zurzeit sehr gerne trinke, anstatt Orangensaft, vielleicht mit Maracuja-Saft, um noch so eine natürliche Süße, ohne dass man jetzt Zucker hinzufügen muss, zu erhalten. Aber das ist wirklich lecker. Das ist wirklich lecker und super cremig. Also wie gesagt, Schätzeleins, probiert es mal aus. Für alle die ja schon einen Karotten-Sellerie-Smoothie hatten, lasst mir in den Kommentaren da, wie es euch geschmeckt hat. Ansonsten gibt es von mir gar nicht mehr. Ich muss jetzt auch gleich los. Ich habe heute noch einiges zu erledigen. Aber jetzt einfach zur kurzen Abwechslung zwischen den ganzen Unboxing-Videos mal wieder ein Kitchen-Time, ein Smoothie-Rezept. Und ja, mehr bleibt mir somit gar nicht zu sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!